Merci, Herr Präsident. Meine Frage geht eigentlich auch nach mehr Vertrauen an die Politik. Die wissen alle gut, am Ende ist es ein Premier oft NRW. Sie wird noch rezent zu Paris oder werden noch auf einer Sommer gehen, für das Land zu vertreten. An dem Message, wo ein Stand hält, wird natürlich noch Paris und auf die anderen Sommer, ja, es sind im Gericht mit unserer Armee. Ja, unsere Armee wird an den Streik gehen. Dafür habe ich heute froh und den Minister von der Funktion Publik mitgebracht, wie er zu dieser Eskalation kommt. Schon mal gestern Pressekonferenz von der CGFP gelauscht hat und ich bin ein bisschen erstaunt. Ich erinnere mich noch ganz gut, du letztes Jahr, das war Juli, du sollst mal hier und du hast CSV eine Motion gebracht, dass den Gehälterakkord mit respektiert geht von der CGFP. CSV hat sogar einen Artikel einzeln aufstimmen gelassen, dem uns beim neuen Armeesgesetz. Ah, du hast das alles vergisst. Lo muss als Armee abgeriecht. Das heißt, während eine weltweite Krise ist, hat das Regierung das Pferdespruch, dass Soldaten werden gegen die Regierung klauen, dass ein großer Protest, Pique wird stattfinden. Und dementsprechend ist das schon ein Vertrauensverlust, erstens an das, was CSV am Juli hier von sich gehen hat, und aber auch an die aktuelle Regierung. Weil, was meint ihr, was das für Bild noch draußen aufgeht, an dem Streit, wo man die Regierung sich mit den Zahldoten befindet, an keinen Kompromiss konnte gehen, obwohl, wie gestern von der CGFP zu hören war, ein Kompromiss um Durchschlung mit der Regierung auf eine Sturhaltung angeholt hat. Dafür ist mein Frau und der Minister von der Fonction Publique, wie an dem Dossier wird weitergehen, und wieder da wird keiner kriegen, für das Land sich nicht draußen blamiert. Merci. Am 11. März hat die CGFP mit den Gelüsten wieder gescheitert. Wir möchten zu unserem Wort. Merci.